just take girls that aren't me. Hey Leute, hier sind wir Hauptner und der Benny von den Two Epic Buddies und heute haben wir mal wieder Intros dabei, die von euch erstellt worden sind, bei denen wir uns überlegen, ob wir die nehmen oder nicht. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal mit dem ersten Intro. So Leute, das war das erste Intro, wir haben uns wieder 10 rausgesucht, also die besten 10 und wir geben euch nochmal bis nächsten Sonntag 14 Uhr, also den 5. Juli Zeit, um vielleicht nochmal zu verbessern und so und auf jeden Fall am Sonntag um 14 Uhr nächste Woche werden wir uns für ein Intro entscheiden und das war auf jeden Fall das erste, gar nicht schlecht muss ich sagen, hat ein bisschen einen eigenen Style, weil es waren einfach auch viele dabei, die ziemlich gleich und ähnlich waren. Und ich finde, das Intro hat auf jeden Fall gebockt. Da könnte man reinschreiben, was ihr davon hält. Und ja, Hauptner, was sagst du zum Intro? Mir hat es auf jeden Fall auch gut gefallen, weil einfach das Logo so schräg und groß war. Das war einfach für mich mal was anderes, als wie das mittig zentriert, so eher klein und dass es rumhüpft. Also ja, muss ich sagen, ist was anderes und auch nicht mehr so schlecht. Genau, ich bin vielleicht der Meinung, es hätte noch ein bisschen mehr reinballern können, irgendwie so. Ja, aber sonst war es nicht schlecht, auf jeden Fall gut gemacht. Und ich würde sagen, wir kommen gleich zum zweiten. So, da haben wir genau den klassischen Fall, dass es wieder so rumhüpft wie wahnsinnig. Aber es gefällt mir trotzdem und Benny auch. Also es sind einfach bei den Intros wirklich, es ist komplette Geschmackssache. Dem einen gefällt es komplett, dem anderen wieder mal gar nicht, der hasst es. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass ihr uns eure Meinung schreibt, damit wir wissen, was ihr auch gerne seht. Weil genau. Uns gefällt zum Beispiel unser altes Intro auch und da meckern auch viele rum, oh, das ist ja so behindert, nimmt mal ein neues und bla 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 und deswegen. Aber trotzdem, das ist auch ein gutes Intro und ich würde sagen, wir kommen einfach zum nächsten. So Leute, das war das nächste Intro, war meiner Meinung nach auch ganz gut gemacht, aber es ist auch wieder das komische Dreh drin, ich weiß nicht, was da los ist. Und es fehlt irgendwie was. Mir fehlt da einfach was, es ist nicht schlecht gemacht, aber das gewisse Etwas ist fehlt. Aber ich muss so richtig reinklatschen, wenn ich denke, boah fuck, geiles Intro. Und das fehlt mir einfach bei dem. Es ist zwar wirklich gut gemacht, auch vom Beat her mit dem Drehen und so, auch nicht ganz so scheiße, aber mir fehlt irgendwie was, keine Ahnung. Genau, und wir werden wahrscheinlich auch einen von den Intro-Stellen anschreiben und sagen, dass wir das Ganze für den Zweitkanal nehmen, dass die dann einfach den Text umändern auf die Buddies zocken. Ja. Also, das werden wir wahrscheinlich machen, bei einem davon. Weil und natürlich, der Gewinner, wie gesagt, bekommt 50 Euro davon, dann wäre das halt dann nächste Woche am Sonntag gewinnt. Wie gesagt, jeder hat jetzt nochmal die Chance, bis nächste Woche Sonntag, dass das Ganze überarbeitet und uns einschickt. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ja. Ich würde sagen, wir gönnen uns zum nächsten. So, das nächste Intro, also das, was ihr gerade gesehen habt, das war eins, das ich eigentlich richtig geil fand, weil das Zusammengehen einfach so einen geilen Effekt wieder hatte, so einen Soundeffekt. Und da habe ich mir gedacht, boah, das könnte man irgendwo verwenden beim Zweitkanal oder zum Beispiel als Hauptner vs. Benny Intro oder irgendwie sowas. Also, ja. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall kein schlechtes, es war mal was anderes als so das Rumgehüpfe. Da hat wenigstens der was mit dem Logo gemacht, hat sich irgendwas einfallen lassen, finde ich nicht schlecht. Genau, also wäre echt eine gute Idee für Benny vs. Hauptner oder für den Zweitchannel, also das haben wir bei uns irgendwie dabei gedacht, könnte wirklich gut passen. Und ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Stefan, ruf mal den Auto, scheiß Miesgeburt. So Leute, das ist das nächste Intro, muss ich sagen, das ist das, was mir eigentlich am besten gefällt. Das hat einfach das gewisse Etwas, das die anderen irgendwie nicht hatten. Das ballert einfach rein, wo ich denke, boah fuck, ist episch. Ist ein bisschen so von den Apos, also die Intros, so ein bisschen vom Style her, muss man sagen. Aber es ballert einfach rein, sieht ganz gut aus. Was mir am Schluss nicht so gefällt, ist die schwarze Schrift. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich es mega. Schreibt mal auf jeden Fall eure Meinung zu dem Intro rein. Und ich finde aber, das ballert, keine Ahnung. Es ist halt das typische Apo-Intro, nur mit unserem Logo anscheinend. Ja. Keine Ahnung, der Typ hat sich das einfach so einfallen lassen. Auf jeden Fall nicht schlecht gemacht.
Er hat doch selber dazu geschrieben, dass es im Apostel ist, also ja, war nicht so gedacht, dass es geklaut wäre oder sowas, er weiß das selber. Oh, ist ja auf jeden Fall auch geil. Wir kommen zum nächsten, oder? Ja. So, das war das nächste Intro. Das finde ich persönlich jetzt nicht so unter den Favoriten, weil es einfach nicht das gewisse Etwas hat. Es hat zwar das Logo drinnen, das ist auch ein bisschen größer und es ist nicht so 0815-mäßig einfach in der Mitte zentriert, aber es fehlt einfach das gewisse Etwas. Vielleicht ist einfach die falsche Musik im Hintergrund. Keine Ahnung. Ich muss sagen, das Geile an dem ist einfach, es ist nicht das 0815-Scheiß, wie es Hauptner gesagt hat, was man oft dabei hat. Ich glaube, da kommt dann später auch noch eins, wo man irgendwie erkennt, okay, die sind alle irgendwie gleich, sondern das ist schon besonders, aber es fehlt einfach das gewisse Etwas. Die Musik finde ich nicht so passend. Eminem ist zwar richtig krass, aber passt jetzt nicht zum Intro, muss ich sagen. Da muss ich sagen, fand ich die Idee ganz cool, dass man aus dem Intro, also aus dem Logo von uns, die zwei hergenommen hat und das dann quasi in den Namen Turpic Buddies reingepackt hat. Das ist ganz geil, nur der Anfang, also wie das Logo so entsteht und so, finde ich jetzt nicht so krass. Und irgendwie dann, wenn es so zusammenkommt, auch nicht so. Aber vom Ansatz, von der Idee her, dass man dieses Logo quasi von uns in den Namen dann reinlässt so und für die zwei, also für das O dann im Prinzip steht, ist, finde ich, richtig gut gemacht und vielleicht, wenn derjenige Bock hat und er bringt irgendwas Krasses in die Richtung zusammen noch und kann das verbessern, wäre es richtig cool, aber so von der Idee her richtig gut. Naja, also vielleicht ein paar mehr Effekte, ihr kennt das ja, das vielleicht minimal irgendwie zum Beat, also ein besserer Beat zum Beispiel wäre eine Idee und ja, beim Hintergrund irgendwas machen. So, das ist jetzt ein Intro, das mir persönlich am wenigsten gefallen hat heute, aber es ist trotzdem okay, ist trotzdem gut gemacht, kann man nichts dagegen sagen, aber es ist einfach nicht mein Favorit. Wir haben es dazu genommen, weil jeder einen anderen Geschmack hat und wir wissen, dass sicher das Intro einem von euch gefallen wird, deswegen... Ja. Ich finde den Anfang ganz cool, aber es ist dann einfach viel zu langweilig, es ballert einfach gar nicht mehr rein und so vom, bis vom Aussehen her, auch zwar eigen gemacht von der Idee her mit diesem komischen Metall-Look, aber könnte ein bisschen fresh aussehen, muss ich sagen. Ja. So Leute, das war jetzt schon das letzte Intro, wir haben uns vertan, nicht das vorletzte. Muss ich sagen, von der Idee her ist einfach was Neues, deshalb haben wir es mit reingenommen. Unser Logo fehlt so, aber es ist von der Idee her was Neues, weil einfach viele richtig gleich waren. Aber sonst auch gut gemacht, aber keine Ahnung. Es springt viel herum, die Farben, alles mögliche, Buchstaben, groß, klein, alles mögliche. Also ja, das Ding ist halt, es fehlt irgendwie sowas. Ihr kennt unser altes Intro, also das jetzige. Das einfach, das hat nicht viel rumgejumpt, sondern einfach ein Effekt, wie der Beat droppt und da zerspringt einfach unser Logo in die Schrift um und die Schrift ist auch geil. Und ja, sowas muss halt passen. Die Schrift muss passen, das Logo muss passen, dass wenn der Beat kommt oder der Beat aufhört, das muss passen. Also, Und es perfekt, muss ballern. Intro zu machen. Und es soll nicht ein Standard-Intro sein wie jedes andere. Es muss besonders sein, es muss ballern, es sollte am besten unser Logo beinhalten und es muss ballern und es muss krass sein und ja. Naja Leute, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, bis Sonntag 14 Uhr haben die Leute nochmal Zeit. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, welches Intro ihr bis jetzt am besten fand. Wenn ihr das alte Video nicht gesehen habt, da haben wir auch ein paar Intros hergezeigt. Genau. Haben wir gesagt, dass einfach das Logo fehlt. Das ist jetzt bei vielen anders geworden, weil es jetzt fast überall das Logo drin. Ja. Und ja. Es sind natürlich alle Intro-Ersteller verlinkt, könnt ihr mal bei allen vorbeigucken und vielleicht, ich hoffe, die ganzen Intro-Designer sehen das oder ihr könnt die vielleicht nochmal alle irgendwie anschreiben, dass die vielleicht das Video gucken und vielleicht noch eine krassere Version draus machen. Wie gesagt, nächsten Sonntag, 14 Uhr, 5. Juli, wird dann final entschieden quasi, welches Intro wir nehmen und ja. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wir hoffen natürlich, die Intros haben euch gefallen. Wenn ihr habt, dann spritzt mal wieder einen Like-Button ab. Und Benni, hast du noch was? Genau, ich wollte mal kurz erwähnen, ihr wisst, wir haben einen Sponsor, Cheetoy, da gibt's Game Keys zu holen. Wer Bock hat, kann mal vorbeigucken. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ja, haut rein, vergesst nicht, die Intros zu bewerten und in die Kommentare zu schreiben. Ciao. Ciao.